Was zuletzt geschah, der letzte Showdown. Der Kriegsherr der dunklen Armee stellte sich dem finalen Kampf. Doch als seine Waffe nutzte Darkrai die Embleme. Alle fünf vereint bildeten das reine Element. Und es gab Darkrai mehr Macht, als es Günther oder Lord Ecke je gegeben hatte. Woran lag es? Darkrai erklärte, dass er der Held der Geschichte sei. Reagierte das reine Element auf Emotion? Glaubte Darkrai wirklich, der Untergang des Weltenbaumes wäre ein moralisch vertretbares Ziel? Doch es war nun egal. Darkrai konnte dank seines Sonnenschildes nicht mehr verletzt werden. Außer die Determination gab Günther ihre Macht. Die beiden Wesen wurden endlich wahrlich eins. Und Günther wurde wieder zum Kanimani. In dieser Form fiel Darkrai. Als er bereits mit seiner Rückkehr drohte, beendete Bulbi es ein für allemal. Sie tötete Darkrai, auf dass er nie wiederkehren würde. Die Menschen waren ausgelassen. Günther war offenbart worden. Und die Nachricht ging um die Welt. Der Krieg war gewonnen. Und nun war es Zeit für den Abschied zwischen Menschen und Pokémon. Doch was war mit Günther? Schließlich war er beides. Nun, auch er würde sich von den Pokémon verabschieden. Kapitel 34. Ein letzter Abschied. Du kehrst nicht mit uns zurück, aber ich habe schon lange darüber nachgedacht, Lord Ecke. Es wird Zeit, dass meine Ära in der Welt der Pokémon endet. Jeder kehrt dorthin zurück, wo er herkommt. Und ich komme aus dieser Welt. Aber wenn wir ihn dann je wiedersehen? Seemobs kamen bereits Tränen. Wer weiß, vielleicht finden wir ja einen Weg, Kontakt miteinander aufzunehmen. Ich kenne euch doch, Latios, ihr findet bestimmt einen Weg. Und wenn nicht, ihr werdet nun trotzdem immer wissen, wo ich bin und dass es mir gut geht. Lord Ecke wollte dies natürlich auch nicht ohne Worte stehen lassen. Ich verstehe dich. Es wird schwer, aber wir alle werden damit klarkommen. Es ist, wie du sagtest. Dieses Mal werde ich auch nicht verrückt spielen. Ich muss nicht spekulieren. Solange ich die Gewissheit habe, dass es dir gut geht, bin ich zufrieden. Jeder wollte noch seine letzten Worte des Abschiedes abgeben. Und hiermit endet die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 4. Es war wirklich eine lange und intensive Reise. Ihr fragt euch gerade vielleicht, weshalb spielen hier gerade Credits? Es ist vielleicht etwas weniger deutlich als ansonsten. Aber diese Folge ist bereits die erste Hälfte des dieses Mal zweiteiligen Epilogs. Aber warum erzähle ich euch eigentlich gerade so eine Scheiße? Stattdessen etwas Nostalgischeres. Erkennt ihr die Musik, die ihr hier hört? Hört genau hin. Ich gebe euch mal ein paar Sekunden. Erkennt ihr sie? Sie ist schon öfter in der Walross-Edition vorgekommen. Zum Beispiel als das Credit-Theme der Walross-Edition Returns. Es ist wirklich ein wunderbarer Track. Das wusste ich auch damals schon. Er stammt von Shabby. Schaut gerne bei ihm vorbei, er macht tolle Musik. Aber zurück zum Thema. Die Walross Edition 4 war eine unfassbare Reise. Genau wie auch eben der zweite Teil, aus dem diese Musik stammt. Auch wenn ich diese heutzutage ehrlich gesagt eher zwiegespalten sehe. Aber es passt ja irgendwie auch. Das Motiv des Zwiespaltes kam schließlich in keiner Geschichte klarer zum Ausdruck. Allgemein, über die zweite Walross Edition zu reden, es ist für mich irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, es ist einfach als... Als hätten wir jemanden vergessen. Doch Bisasam unterbrach uns alle. Es ist zwar wirklich eine rührende Szene, aber bin ich der Einzige, dem auffällt, dass sich keine Portale geöffnet haben? Wir sahen uns verwirrt um. Er hatte recht.
Xerneas sagte, dass sich alle Wege zurück öffnen würden, sobald der Anführer der dunklen Armee besiegt ist. Hier stimmt etwas nicht. Xerneas muss dir falsche Informationen gegeben haben. Oder... Shinnok vervollständigte meinen Gedanken. Oder Darkrai war gar nicht ihr Anführer. Wie als hätte er es beschworen, tat sich etwas am Himmel. Es sah aus, als würde jemand etwas in ihn hineinritzen. Schwarze Linien bildeten sich und ergaben ein riesiges Muster am Himmel. Es hatte die Form eines Emblems. Aus allen Ecken des Emblems am Himmel schossen Strahlen, die sich vor uns sammelten. Sie bildeten einen Schatten am Boden. Und dieser Schatten erhob sich aus den Tiefen. Es gab jemanden, den wir all die Zeit vollkommen außer Acht gelassen hatten. Jemand, der nun vor uns stand. Um seinen Hals baumelte ein Gegenstand. Es war ein Emblem, wie diejenigen, die die Generäle getragen hatten. Es war jedoch nicht klein und gelb leuchtend. Es war groß, sah unsagbar schwer aus und war pechschwarz. Und sein Träger war Floink. Wir sehen uns also wieder. Günther, Lord Ecke, Latias, Hydropi, sogar Dubisasam, Bulbi, Shinnok. Er sprach Shinnoks Namen in einem seltsamen Ton aus. Semops und Ivy. Ach, wo ist denn Chelast hin? Ivy wirkte unfassbar wütend, hielt sich jedoch zurück. Darkrai hat einen durchschnittlichen Job geleistet. Ich dachte, er würde mehr schaffen. Was zur Hölle tust du hier, Floink? Was hat das Ganze zu bedeuten? Er sah verachtend zu mir. Ihr wollt wissen, was hier los ist? Meinetwegen, dann erzähle ich euch meine Geschichte. Es begann damals, als Darkrai mir offenbarte, wer ich wirklich bin. Ich habe euch bereits viel darüber erzählt, aber ich habe etwas weggelassen. Er gab mir damals nämlich ein Amulett. Ein Amulett, von dem er sagte, ich würde eines Tages seine Bedeutung herausfinden. Doch ich dürfte es auf keinen Fall jemandem zeigen. Er zeigte auf den Gegenstand um seinen Hals. Danach wisst ihr das meiste, was geschehen ist. Bis zu dem Punkt, als ich in dieser Welt ankam und durch euch gefangen genommen wurde. Nur weil du mich bekämpft hast, Shinnok. Es ist deine Schuld. Doch nach wenigen Tagen tauchte Darkrai mitten in der Nacht auf. Ich empfing ihn nach dem, was geschehen war, natürlich nicht freundlich. Doch er erklärte mir sein Handeln. Er hatte die Determination gestoppt, um die Wurzelwelt zu retten. Doch dies hatte er mit einem guten Grund. Denn wäre die Wurzelwelt untergegangen, wäre eine andere Welt die Wurzelwelt geworden. Und aus den Ästen des Weltenbaumes hätte sich auf Dauer die Welt, die verloren gegangen wäre, erneut gebildet. Eines fernen Tages wäre sie zurückgekehrt. Stattdessen, erzählte er mir, müsse man das Problem wortwörtlich bei den Wurzeln packen. Der einzige Grund, weshalb er die Wurzelwelt benötigt, ist, um von dort aus den gesamten Weltenbaum zu zerstören. Doch er suche noch die Kraft. Er brauche viel menschlicher Kraft. Und er erklärte mir die Bedeutung des Amuletts. Und so machten wir eine Abmachung. Ich würde meine Kraft nutzen und Portale öffnen und Pokémon hierher holen. Diese Armee, die sich daraus bildete, würde Darkrai im Krieg leiten. Doch er würde meinen Befehlen folgen. Und die Macht, die er von den Menschen bekäme, würde er zur Vernichtung des Weltenbaumes nutzen. Die Armee jedoch liegt die ganze Zeit unter meinem Symbol. Dieses Emblem ist ein Gegenstand mit dem Namen Emblem des Rächers. Es ist jedoch mehr als nur ein Symbol. Was, wenn ich euch erkläre, dass wir die dunkle Macht nie bekämpft haben? Keiner von uns verstand, was er sagen wollte. Was wir bekämpft hatten, war eine Kopie, so wie auch das reine Element. Die wahre dunkle Macht ist keine Essenz. Sie hat keinen Willen. Sie ist ein lebloser Gegenstand. Doch ein Gegenstand mit unheimlichen Kräften. Sie ist eine Abspaltung des dunklen Rächers. Dieses Amulett ist die dunkle Macht. Sie ist das Zeichen meines Siegeszuges und das Zeichen eures Endes.
Die Schattenessenz ist wieder vereint. Eine Mischung aus dunklem Rächer und dunkler Macht. Es war nie geplant, dass ich mich in den Krieg einmische, doch da Günther so nett war, mich zu befreien. Darkrai ist gescheitert. Das Licht hat ihn auf den falschen Pfad geführt. Er hätte wissen müssen, dass allein die Finsternis zum Ziel führt. Was Darkrai nicht geschafft hat, werde ich beenden. Ich werde diese Welt vernichten und danach euren Weltenbaum. Ich werde die Finsternis im Universum ewig werden lassen. Und keiner wird es je wieder wagen, sich der Schattenessenz zu widersetzen. Die Pläne des wahren finsteren Herrschers waren ähnlich krank wie Groudons. Doch wir alle waren entschlossen, ihm den Widerstand zu leisten, den er nicht wollte. Du hattest damals eine neue Chance bekommen. Du hättest dich uns anschließen können, ein friedliches Leben führen. Stattdessen sind wir hier. Floink, du wirst fallen. Ein für alle Mal. Nenn mich nicht so, du Schwächling! Ich bin die Schattenessenz! Der dunkle Magier! Der Richter des Universums! Und dieses Mal wird mich keiner stoppen! Auch du nicht, Shinux! Die wahre letzte Schlacht dieser Reise wurde eingeleitet. Der letzte Gegner sollte wieder derselbe sein wie auf der letzten großen Reise. Der dunklen Rächer. Nun mit der wahren dunklen Macht vereint. Doch wenn die wahre dunkle Macht ein Gegenstand ist, was war dann das wahre reine Element? War es das, was Darkrai besaß? Doch es war nun egal. In der letzten großen Schlacht. Dass ich meine Pokémon-Form bereits wieder verloren hatte, stellte gegen den dunklen Magier ein riesiges Hindernis dar. Einen großen Teil meiner Kraft hatte ich somit wieder verloren. Und unsere wichtigste Kämpferin war wieder Eevee. Doch die Schattenessenz wirkte nicht, als läge ihr etwas an einem fairen Kampf. Darkrais Techniken waren bereits völlig unfair. Doch der wahre Anführer der dunklen Armee setzte dem Ganzen die Krone auf. Viele Fähigkeiten, die er bereits als dunkler Rächer hatte, waren schwierig genug zu bekämpfen. Besonders galt dies für seine Zeitverlangsamung. Feuersäulen schossen von überall aus dem Boden. Das größte Problem stellten jedoch die Schockwellen dar. Sie wirkten ähnlich wie die Technik, die mir die anderen von der Determination beschrieben hatten. Sobald wir ihm uns irgendwie näherten, schoss er eine von ihnen ab und drängte uns zurück und fügte uns Schaden zu. Doch nicht nur von ihm selbst gingen diese mächtigen Angriffe aus. Er konnte sogar kleine Kugeln überall beschwören, wo er wollte. Diese konnten explodieren, Feuerstrahlen speien oder Schockwellen senden. Die Essenz machte klar, womit sie den Beinamen Dunkler Magier verdient hatte. Jedes Mal, wenn es so aussah, als würde endlich ein Angriff unsererseits treffen, nutzte Floink die Verlangsamung, um an einem anderen Punkt neu zu beginnen. Nicht einmal vor Illusionen schreckte der Feind zurück. So entstand eine Landschaft, die aussah, als wäre alles voll mit Angriffen und es wäre völlig unmöglich, ihnen allen auszuweichen. Doch nicht alle von ihnen waren wirklich da. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gegeben hätte, zu erkennen, welche von ihnen falsch sind. Doch nicht nur seine eigenen Techniken nutzte der Magier. Auch ließ er es Steine hageln wie Groudon. Er beschwor Blizzards wie Kyurem. Er bewegte sich als Schatten wie Marshadow. Und nutzte psychische Energie wie Deoxys. Selbst Darkrais Techniken beherrschte er. Schnell wurde klar, jede Technik, die er einmal gesehen hatte, konnte er für sich selber nutzen. Dies wurde spätestens klar, als Eevee es mit einem Hoffnungsstrahl versuchte, jedoch scheiterte, da die Schattenessenz diesen mit ihrem eigenen Hoffnungsstrahl abwehrte. Gleichzeitig machte es dies unmöglich für ihn, eine Schwachstelle zu haben. Jeden Angriff konnte er ausgleichen, indem er ihn selber nutzte. Wir dachten, wir hätten inzwischen zumindest alles gesehen. Doch auf einmal leuchtete die dunkle Macht und Floink veränderte seine Form. Sein Aussehen veränderte sich. Sein Körper wurde durch und durch pechschwarz. Sein Gesicht wirkte vollkommen entstellt und verstörend.
Eine rote Flüssigkeit machte sich an vielen Stellen seines Körpers bemerkbar. War es Blut? Ich weiß es nicht. Die wahre Form ist vollendet. Die Fusion ist abgeschlossen. Der Wahnsinn hat das Letzte, was von Floink übrig war, verdrängt. Was übrig bleibt, ist der Hunger nach Verzweiflung und Vernichtung. Niemand wird überleben. Keiner von uns verstand, was gerade geschehen war. War die ganze Zeit noch irgendwo in diesem Wesen unser alter Freund Floink gefangen gewesen, doch war nun verschwunden? Hatte der Wahnsinn seinen Hochpunkt erreicht? Egal was es war, es änderte nichts an der Lage. Wir mussten dieses Monster irgendwie niederstrecken. Durch die Verwandlung änderte sich nicht wirklich etwas am Kampfverhalten des Feindes. Doch es wirkte, als wäre unsere erste Theorie wahr. Es war, als wäre nun jede Zurückhaltung, selbst das letzte bisschen Gnade verschwunden. Wie sollten wir diesen Kampf gewinnen? Der dunkle Magier schien uns in jeder Form über zu sein. Der dunkle Magier. So oft habe ich diesen Begriff nun schon genutzt. Doch auch vor Floinks Auftauchen fiel er bereits einmal. Und auch Scheinux erinnerte sich. Was war es, das Lenz uns damals erzählt hatte, Günther? Ich versuchte mich zu erinnern. Gegen den dunklen Magier, stark wie nie, hilft nicht einmal die Macht des Lichtes. Den Herrscher zu bezwingen, vermag nur der Spross der Dunkelheit selber. Das war es, was er sagte. Der dunkle Magier ist Floink, die Schattenessenz. Aber was soll das bedeuten, was er sagte? Scheinux wirkte für einen Moment lang nachdenklich. Doch er wirkte entschlossen. Es ist, wie er es sagte. Es ist wie damals, am Ende unseres ersten großen Abenteuers. Ein Spross der Dunkelheit ist der einzige, der ihn besiegen kann. Das habe ich soweit verstanden. Aber wo bekommen wir so jemanden her? Gibt es so jemanden überhaupt? Natürlich gibt es ihn. Ich wurde geschaffen von Darkrai, aus der Seele Necrozmas. Auch wenn ich es bei unserer letzten Begegnung mit Necrozma geleugnet hatte, ist es wahr. Ich bin der einzige Nachfahre des Albtraumgottes. Ich habe den dunklen Rächer bereits einmal besiegt. Er drehte sich zur Schattenessenz um. Und ich werde es wieder tun. Bulbi stoppte ihn jedoch. Scheinux, ich mache das nicht schon wieder mit. Ich sehe nicht schon wieder zu, wie du in einen solchen Kampf stürzt. Ich kann so etwas wie nach deinem Kampf gegen Floink nicht noch einmal durchmachen. Ihr trauriger Gesichtsausdruck wurde entschlossen. Ich kämpfe mit dir und du kannst mich nicht davon abhalten. Bulbi war nicht die Einzige, die so dachte. So änderte sich unser Kampfplan. Es blieb ähnlich wie zuvor. Doch nun setzten wir darauf, Scheinux Deckung zu geben und ihm Gelegenheiten zu verschaffen. Anstatt Eevee war nun er die Leitfigur in dieser Schlacht. Auch die Schattenessenz veränderte ihr Verhalten und zeigte uns damit, dass wir richtig lagen. Sie versuchte einzig und allein Scheinux anzugreifen. Sie wirkte beinahe verzweifelt. Man spürte unfassbare Angst, sie könnte wieder unterliegen. Und diese Angst war es, was ihr zum Verhängnis werden würde. Die Unruhe des Feindes sorgte dafür, dass er Fehler in seinem Schema machte. Schockwellen verfehlten ihr Ziel, Angriffe gingen nutzlos in die Leere. Es entstanden Verteidigungslücken, Lücken, die Scheinux nutzen musste. Lord Ecke musste nämlich schnell feststellen, dass sein Angriff trotz dessen, dass er endlich traf, beinahe wirkungslos schien. Nur ein Spross der Dunkelheit konnte ihn verletzen. Und Scheinux war der Einzige. Lange hatte er versucht, diesen Fakt zu verstecken. Doch nun hatte er die Wahrheit eingesehen.